Ich weiß. Au. Was ist noch hinten mit dem Ding? Kannst du das wieder mitnehmen? Nimm das wieder mit jetzt. Ja, ich weiß, aber unfair. Was? Ich glaube, du spinnst. Tut mir leid, Meister. Yep. Ich lasse ihn nicht entkommen. Das Ganze. Flammen nicht verfehlen. Au, 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 au. Ach. Genau in dem Moment geht's Wasser aus. Ich habe es ihm gesagt. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Ich bin nicht länger schwach, Sebastian. Dafür wird er bezahlen. Eigentlich müsste ich ihn hierher locken. Eigentlich und uneigentlich auch. Ja, Vater Theodor, ich habe es ihm gesagt. Hey, ja, komm schon. Komm.
entkommen. Versprochen. Ja, ich weiß. Jetzt reicht's. Die Spielchen sind vorbei. Nee. Jetzt geht das weiter. Ja, Vater Theodor. Ich habe es ihm gesagt. Jetzt geht der ganze Scheiß weiter. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich locker um 50 Minuten. Na komm! Machen wir zu viel rum? Bist du dir zu fein, um gegen mich zu kämpfen? Nein. Ich bin nicht länger schwach, Sebastian. Ich zeig es dir. Da braucht es mehr, um mich aufzuhalten. Au! Komm. Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Ja. Du musst gereinigt werden. Du kommst hier nicht raus. So, da vorne war noch Munition. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Ist er schon da? Er geht ja mal in die andere Richtung. Ja, Pater Theodor. Ich habe es ihm gesagt. Was? Shit. Leid, Meister.
Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Na komm schon. Füge dich. Und all die Verwirrung und Schuld wird verschwinden. Nö. Ich will, dass du endlich hierher kommst. Ich bin nicht länger schwach, Sebastian. Ich zeig es dir. Komm. Ja, sehr gut. Hör auf, wegzurennen. Komm her. Komm. Ja, Vater Theodor. Ich habe es ihm gesagt. Ah, fuck. Kann doch nicht so schwer sein, den jetzt nochmal zu grillen hier. Achso, wir müssen jetzt erstmal warten, bis er wieder hier um die Ecke kommt. Wo ist er denn wieder? Meister, ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Er bot dir Freiheit an. Oh, da bist du schon. Du hast abgelehnt. Richtig. Warum? Darum. Mögen die Flammen dich verzehren. Oh. Der Gestank von brennendem Fleisch. Einmal. Es wird nicht entkommen. Und zweimal. Ja, Pater Theodor. Ich habe es ihm gesagt. Ich bin nicht länger schwach, Sebastian. Ich zeig es dir. Ja, komm. Nee, wieso steht das jetzt? Zu kämpfen? Ich habe keine Angst mehr vor dir. Warum kann ich nicht auf den Transistor treffen? Schießen. Danke, Sebastian. Was? Endlich befreit von seiner Stimme. Von meinen Ängsten. Ich hatte solche Angst. Er muss aufgehalten werden. Das kann ich nur, wenn ich ihn finde, O'Neill. Er hat die Ebene gewechselt. Ist nicht hier. Nirgendwo. Die Maschine im nächsten Raum.
Sie muss zerstört werden. Was für eine Maschine? Ich sollte sie bauen, um ihn zu verstecken. Sie muss zerstört werden, um ihn zerstören zu können. Was ist passiert? Wie ist O'Neill zu diesem Ding geworden? Keine Ahnung. Ich war in meinem Unterschlupf, seit sie weg waren. Als Liam mich bat, ihn zu treffen, war ich so erleichtert, seine Stimme zu hören. Aber das war nicht Liam. Er war dieses Ding. Ich wollte zu ihm durchdringen, aber sie haben ihn ja gehört. Theodore Wallace hat etwas mit ihm gemacht. Armer Kerl. Ich wollte ihn nicht töten. Sie hatten keine Wahl. Theodore hätte ihn nicht gehen lassen. Und jetzt? Schauen wir uns die Maschine an, die O'Neill erwähnt hat. Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite des Raums, in dem sie uns gefunden haben. Alles klar. Was? Ins Jenseits sollen wir gehen? Mädel, bleibst du mal bitte hier? Moment. Der Meister. Natürlich. Die Maschine läuft wie geplant. Nein. Ich wäre niemals ungehorsam. Natürlich werde ich. Yukiko, hörst du mich? Okay. Beschädigte Flammenwerfer. Die Brennstofftanks dieses Flammenwerfers sind irreparabel beschädigt. Wenn du ihn benutzen willst, musst du Ersatzteile finden. Da die Waffe aus speziellen Teilen... Ruder um! Schepper. Flammenwerfer. Könnte ich gebrauchen, aber ja. Ist kaputt. Ja, wie alles, was wir anfassen. Mit den richtigen Teilen allerdings. Ja. Ja, nein. So, jetzt laufen wir erstmal rum und vielleicht noch mal ein paar Waffenteile finden. Nee, hier ist echt nichts mehr. Liegt doch nichts mehr rum, gar nichts mehr. So, dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Aber nicht vorher das Mädel noch ein bisschen nass zu machen. T-Shirt-Contest. Ach, Mann, verpasst. Er soll sie aufs Korn nehmen. Tut mir leid, Yukiko. Aber er verlangt es. Was ist das? Ja, stehen wir hier rum. Aber nicht umsonst stehen wir hier rum. Wir werden jetzt erst nochmal hier ein bisschen Material holen. Aus wie bei Kill im Keller. Oh, was haben wir da? Ganz schön viel seltsamer Kram hier. Anscheinend hat er was gebaut. Vielleicht diese Maschine, von der er geredet hat. Was? Das macht ihr doch nur, weil ich hier speichern soll.
55 Wasserteile. Das ist. Wir können doch gar nichts bauen. Wir haben doch gar nichts. Spritzen können wir bauen. Super. Das war's aber auch. Mehr haben wir nicht. Ah, tolles Spiel. Wie meine Axt, Mensch. Dann heißt es nicht mehr Castellano. Was? Dann heißt es nicht mehr Castellano, sondern Axtmörder. Geh mal gucken, was da steht. Sein Markenzeichen. Theodor hat seine Finger hier überall im Spiel. Fast so etwas wie eine Art Kommunikation mit ihm. Möglich. Möglich ist alles. So, von da sind wir rein und da müssen wir raus. Die Maschine können wir nicht kaputt machen, was er da gemacht hat. Nein, ich möchte nicht weiter gucken. Was ist das hier? Keine Ahnung. Viel Kupfer. Das steht fest. Hör auf! Oh, ein langer Raum. Sie kennen also Theodore Wallace? Natürlich. Er ist der Einstellungsleiter. Aber was macht er im Stem? Und warum tut er das? Da gibt es so einiges, von dem Sie nichts wissen. Theodore will Lily für sich. Sie haben gesehen, was er O'Neill angetan hat. Das tut er hier drin jedem an, wenn er muss. Er reißt hier alles auseinander, um Lily zu bekommen. Das kann ich nicht zulassen. In Operation. Die Maschinen, die kennen wir. Was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sieht stark nach einem Stabilisierungsemitter aus. Was es auch ist. O'Neill sagte, wir sollen es zerstören, also tue ich es. Und ich weiß auch schon, wie. Ich bin's. Sebastian, ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Hast du deinen Kuchenteig schon scharf gemacht? Ja, ich brauche nur eine Gelegenheit, ihn einzusetzen. Gut, ich schicke dir meine Koordinaten. Bring die dicken Knarren. Wir gehen auf die Jagd. Verstanden, bin schon unterwegs. Bis bald. Das hört sich gut an. Ich bin hier fast fertig. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Sprich mit Esmeralda und wenn du bereit bist, die Sprengladung scharf zu machen. Esmeralda? Du meinst Torres. Oh, wie, was? Okay. Nee. Erstmal sammeln. Das ist ja ein Loot-Shooter, ein Loot-Horror-Shooter. Ah. Wann gibt's eigentlich mal wieder Spiele, wo du nicht nur looten musst, wo du ständig irgendwelche... Oh! Und das noch. Wo du ständig mit Waffen zugedonnert wirst. Ach. Ja, noch nicht mal du machst das mittlerweile. So, kannst du eigentlich mit dir reden? Ja, mit dir kann ich auch reden. Ein paar Dinge müssen Sie mir erklären, Hoffmann. Was ist mit Ihnen? Sie sollten nicht hier drin sein, wenn das Ding hochgeht. Das will ich auch gar nicht. Liam hat im anderen Raum an ein paar interessanten Dingen gearbeitet. Ich sehe mal nach, ob irgendwas davon nützlich sein könnte. Okay. Aber gehen Sie dann in Ihren Unterschlupf zurück. Keine Ahnung, was hier passieren wird, wenn wir das Ding abschalten. Alles klar. Ich war in Theodors Realität. Wenn sie seine Psyche widerspiegelt, hat er auf jeden Fall ernsthafte Probleme. Das würde erklären, warum er so stark ist. Und doch versteckt er sich. Die Manipulation aus den Schatten ist wohl einfacher. Nun, ich werde ihn da auf jeden Fall rauszerren. Wenn das, was Liam gesagt hat, stimmt. Nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Ich glaube, wir sollten von oben nach unten anfangen, aber okay. Sie wirken nicht überrascht, Esmeralda hier zu sehen. Warum auch? Sie ist ein vertrautes Gesicht im Stem. Bei Mobius kennt jeder jeden, was? Eigentlich kenne ich jeden. Ich bin seit Jahren für Neueinstellungen zuständig. Wie eine große, verrückte Familie. Esmeralda ist die beste Frau für gefährliche Situationen. Eine gute Soldatin. Da haben Sie verdammt nochmal recht. Sie kennen Myra also auch? Ja. Wir haben eng zusammengearbeitet. Wie konnte sie das tun? Wie konnte sie daneben stehen, als sie Experimente an Lily durchgeführt haben? Wie konnte sie Lily sagen, ich wäre tot?
Myras Mutterinstinkt ist sehr stark. Sie ging zu Mobius, um Lily näher zu sein. Und Experiment ist etwas übertrieben. Lily wurde gut behandelt und hatte täglich Kontakt mit ihrer Mutter. Und Lily zu sagen, dass sie tot wären, nun, ich glaube, Myra wollte Lily dadurch beschützen. Tja, ich glaube, Myras Mutterinstinkt ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Hoffentlich können sie das als Familie klären, wenn alles vorbei ist. Gut, dann... Sag mal, Torres. Sag mal. Mal. Du kanntest Hoffman also vorher schon? Jeder kennt Hoffman. Man kommt nicht zu Mobius, ohne vorher durch ihr Büro zu gehen. Kann man ihr trauen? Früher hätte ich nein gesagt, aber... Wenn einen die Bosse sitzen lassen, kann man seine Position schon mal überdenken. Sie steckt hier genauso fest wie wir. Du bist dir also nicht sicher? Ach, sie ist schon okay. Nur ein bisschen kalt. Ich habe Probleme, Leuten zu vertrauen, die mich ansehen, als wäre ich irgendwas in einer Petrischale. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir dieses Ding hochjagen. Ich auch nicht. Aber wenigstens sitzen wir nicht rum. Wir werden Theodore nicht dazu bringen können, Lily in Ruhe zu lassen. Er scheint mir nicht der Typ Mensch zu sein, den man dazu überreden kann, das Richtige zu tun. Du gibst mir also den Befehl, sofort zu schießen? Du solltest nur auf alles vorbereitet sein. Schwer zu sagen, was hier gleich geschehen wird. Nichts für ungut. Aber wie kommt jemand, der so klug und eigensinnig ist, in eine Organisation wie Mobius? Ich war Sprengstoffexpertin bei der Army. Sie haben mich für verdeckte Operationen an Mobius ausgeliehen. Als mein Dienst beendet war, meldeten sie sich. Und du hast einfach so mitgemacht? Sie haben sich ziemlich gut verkauft. Sie sagen einem nicht alles, wenn man beitritt. Ich hatte einige Aufgaben, auf die ich nicht stolz bin. Sie erwarten blinden Gehorsam und wenn man sich widersetzt, als Myra mir die Chance bot, rauszukommen, musste ich sie einfach ergreifen. Trotz der Dinge, die ich tun musste, habe ich noch einen Funken Moral in mir. Komm, wir machen sie scharf. Reicht das, um die Maschine hochzujagen? Ach so. Das reicht für 10. Bereit, wenn du es bist. Ich bin noch nicht so weit. Warte kurz. Gleich wieder da. Geh doch mal Popo machen. Nein, alles klar. Reicht das, um die Maschine hochzujagen? Das reicht für 10. Bereit, wenn du es bist. Ich möchte aufs Klo. Nein. Es kann losgehen. Ich schaue mir die Ausrüstung im anderen Raum an. Viel Glück. HF und GL. Okay, los geht's. Operation Arschtritt beginnt in 3. Geh doch mal weg von dem Ding. 1. Sag mal. Alles okay, Torres? Ja, die ist fort. Torres? Wo bist du? Sebastian Castellanos. Sie weigern sich, in die Dunkelheit zu treten. Also versuchen Sie, mich ans Licht zu bringen. Ihre eigenen Entscheidungen waren schon immer Ihr Verderben. Kommen Sie, ich warte. Sie sollen Ihre geliebte Tochter finden. Gehen Sie. Wird es das sein, was Sie sich erträumt haben? Ich bin hier, Papa. Nee. Oh Gott. Lily? Du bist hier. Kapitel 12. Ab in den Abgrund. Jetzt gehen wir erstmal wieder sammeln. Benutze den Kommunikator, um herauszufinden. Was? So ist fein. Sehr schön, die Axt. Oh. Kann man hier hinten dran gehen? Man kann. Da war doch eben noch einer da hinten, aber. Da ist er. Hallo. Komm, wir schleichen uns ran. Hast du auch eine Axt?
Gib mir deinen Saft. Ich geb dir meinen. Entschuldigung. Hier sind drei. Und wir haben 6 Schuss. Oh, wir haben eine höhere Tasche. Was ist das? Okay, hier ist Spielzeug. Je länger man das spielt, umso eher kann man das mitmachen. Yeah. Heul nicht. Na komm. Oh shit. Ja. Nein. Komm, 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 komm. Jawohl! Was ist das da? Was ist das für ein Vieh? Ach du Scheiße. Oh, das ist doch schon nicht mehr schön. Was ist hier überhaupt schön? Ja, okay, ich weiß. Alter Schwede. Ich bin rechts dran vorbei. Ich bin hier, Papa. Schnell! Warum ist das wahnsinnig? Da hinten waren wir. Oi, 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 oi. Komm schon. Ich hab keine Lust zu schießen. Es wird außerdem zu laut. Ich will den Dicken da hinten nicht aufwecken. Da hinten ist noch jemand. Es tut mir echt leid, ich würde gerne in das Tor. Aber das da hinten macht mich neugierig. Halt die Mule! Der war gut. Der war gut. Okay, hier liegt aber nichts mehr. Den holen wir uns trotzdem. Tja. Na komm. Noch ein bisschen grünes Gel. Ich möchte ja nichts sagen, aber geht das da hinten weiter? Oder fahren wir da hinten runter? Ey, wir haben keinen Safe Point, ne? Okay, es geht nicht weiter. Gut, war ja ein Versuch wert. Flatsch, 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 flatsch. Oh, ekelhaft. Ist das eine? Solange das eine ist, ist mir das egal. In den Kopf, nicht in den Bauch. Oh, alles muss man dem erklären. Hallo, Digga.
Ja, ich weiß. Du kotzt mich auch an. Nicht? Nein. Nein. Headshot. Let's do it. Ey, die Kette geht gar nicht weiter. Hallo? Ach, du warst es nicht. Gerade eben jemand gerülpst. Oh nein. Ich möchte ein Spiel spielen. Ihr wisst schon, dass ihr fies seid. So eine. Noch so eine. Und jetzt habe ich natürlich ein Problem, ne? Haha. Wenn der explodiert, da sind wir richtig nass. Das ist jetzt die Frage. Ach, ja, klar. War natürlich wieder so laut, dass er uns gehört hat. Oder sieht er uns gar nicht? Na, das ist von Vorteil. Das ist ja von Vorteil. Komm, rechts geht hoch. Nein, doch nicht. Ach doch, siehst du, zwei. Oh. Meine Damen, meine Herren, so langsam reicht's. Wo geht's hier lang? Da hinten. Oder? Weiß nicht. Da ist eine Tür gewesen. Wer kommt hier gleich aus dem Wasser raus? Ah ja, hier stehen Heels rum. Alles klar. Mein Fetisch soll ja auch hier befriedigt werden. Nur ein Stuhl, oder? Das ist irgendwas anderes. Okay. Gehen wir mal schnell da rein.